Das kann auf jeden Fall höchst interessant werden, das Ding zu bauen. Es wird auf jeden Fall etwas sein mit einem Gate. So, wie viel haben wir? Okay, das reicht noch nicht. Autsch. Ich denke mal, wir machen das einfach, bis die Schaufel platt ist, was sie gleich sein wird. Und da ist sie platt. Ja, stimmt, Mensch. Fällt mir gerade ein, wo ich das hier gerade gemacht habe. Hier oben muss ich sau vorsichtig sein. Genau deswegen. Aber nur habe ich es endlich hinter mir gebracht. Schade, dass ich jetzt kein Glas dabei habe. Hätte man ja alles mal unter Glas setzen können. Also das wollte ich schon seit längerem machen, weil ich bin hier schon einmal in die Lava reingefallen. In einer Kopie. So, wie viel Sand haben wir hier? 58, 59, 60, 1, 2, 3, 4. Ne? Und irgendwann haben wir das Wüstenbiom auch mal geschafft. Mal sehen wann. So in den nächsten 10 Jahren irgendwann. 1, 2, 3, 4, genau. Kann ich einmal alle 4 Öfen nochmal bestücken, wenn es denn soweit ist. Aber im Moment ist es noch nicht soweit. So, es wird auch gleich wieder Nacht. Das sehe ich schon wieder anhand der Sonne. Dann werden wir hier nochmal... Das Gold ist fertig. Das wird noch ein bisschen dauern, bis das fertig ist. Dann Sand. Dann haben wir den Sand hier erstmal mit rein. Knochen. Knochen ist gut. So. Ausrüstung. Da kommen mal die Pfeile rein. Die bitte nicht, weil 64 möchte ich gerne dabei behalten. So. Das mal dahin. Dann mal das Gold weg. 16 Stück. Da kann man auch schon wieder ein bisschen mit arbeiten. Die Erde werden wir gleich brauchen. Jetzt muss ich mir gerade überlegen. Dekoratives. Sieht's. Nein, von hier nichts. Aber von hier. Mal 3 Eimer. Der Helm ist noch okay. Die Hau. Die wollte ich nämlich schon lange mal wegpacken. Dann einmal aus 2 macht 1. Genauso wie hier. Den werden wir doch mal so und so. Sekunde. Der eine Pfeil kann weg. So. Huch. Dann einmal Wasser, Wasser, Wasser. Dann warten wir jetzt nochmal eben. Halt, warte mal, ich könnte mir eigentlich, damit ich nicht immer hin und her laufen muss, Ausrüstung, Bett. Ach, dabei fällt mir noch was anderes ein. Holzmatz, die Kisten. Die kommen jetzt mal bei Ausrüstung rein. Nachdem ich mich ja das letzte Mal gefragt habe, wo die ganzen Kisten abgeblieben sind. Dann werden wir das Ding benötigen. Die Zäune werden wir brauchen. Das werden wir brauchen, das werden wir brauchen. Ach, guck mal, ich hatte hier noch 3 Schilder. Mal die ganzen Sticks mitnehmen und dann werden wir sicherheitshalber... Nein, das brauchen wir nicht. Dann brauchen wir aber... Einer bleibt hier. 6 Stück nehmen wir davon mit. Cobblestone. Dann nehmen wir mal 2 Stacks mit. Cleanstone nehmen wir mal 3 Stacks mit. Und dann gehen wir jetzt mal pennen. Weil es gerade Nacht ist und... Sekunde, ich will mal was von hier gucken. Ah, das hatte ich schon ausgetauscht. Hervorragend. Da war ich mir halt nicht sicher, ob ich das schon ausgetauscht hatte oder nicht. Outer City läuft noch. Sauber. Okay. Nochmal einen Schluck Kaffee. Damit wäre dann auch dieser Kaffeepot leer. So. Und dann... Dann hauen wir mal ab hier. Gehen mal diese Spinne auf die Schnelle kaputt hauen.
Brauchst gar nicht weglaufen hier. Ja, wollte ich nur mal sagen. So. Einmal hier das ganze Viechzeug wegkillen. Wo ich schon mal da bin. Dann machen wir das hier auch mal eben klar. Und das hier oben, das kann nur ein Enderman gewesen sein. Ich kann mir das nicht... kann ich auch unten wieder einsammeln. Also ich kann mir das nicht anders vorstellen, liebe Leute, in der letzten Folge, wie ich hier alles aufmachen musste. Also ich kann mir nur vorstellen, dass das ein Enderman war. Aber wie? Ich meine, hier ist alles zu gewesen. Merkwürdige Vögel. So. Wie gesagt, ich werde noch so viele Bücherregale bauen, wie nur möglich, bevor wir zur Version 1.3 kommen. Das Zeug werde ich auch mal hier lassen. Einfach mal alles so ein bisschen in den Kisten so ringsrum um das Grundstück verteilen. So. Dann geht's jetzt ab nach draußen und dann wird erstmal der Fail beseitigt, ne? Also, ich weiß nicht, wer es gemerkt hat. Ich sitze hier gerade vor meinem Computer mit verschränkten Armen und lasse jetzt einfach mal... achtet mal nur auf das Feld. Okay, vielleicht ist es einem von euch aufgefallen. Ich weiß es ja nicht. Es geht hauptsächlich um diese Seite. Naja, und um diese Seite. Was fällt so auf? Sekunde kurz. So, pass auf. Was hier Epic Fail ist, das zeige ich euch jetzt. Die Dinger hier, die sind genau abgezählt. Genauso viele wie drüben. Geil, ne? Habe ich wieder nicht gemerkt. Headshot. Sauber. Vielleicht sollte ich mir auch mal einen Bogen verzaubern, irgendwie mit Stärke oder so. So, das bedeutet, wir werden das Feld mal um 2 verkleinern, weil das um 2 zu groß ist. Was ich mir dabei gedacht habe, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall irgendwie passiert, ist jetzt auch scheißegal. Wir verkleinern das Ganze jetzt mal. Und fertig ab. Ja, ist richtig. Ich muss eben erstmal gucken, ob das so richtig ist oder ob das so falsch ist. Ja. Beim letzten Mal, als wir das andere Feld angelegt haben, da lief im Hintergrund immer die Musik von Kingdom Hearts. Ne, das ist ein Klassiker, den musste ich mal wieder so zwischendurch raushauen. Bei der Musik von Kingdom Hearts. Aber nachdem ich dann halt hier irgendwelche Strikes auf meinen Videos hatte und ich auch gerne monetarisieren wollte und so weiter, habe ich mich ja dazu entschieden, auf die Musik zu verzichten. Für den einen leider, für den anderen, ups, ich beschränke mich halt echt nur auf die Minecraft-Musik. Apropos, nee, ist an, gut, okay. Ich beschränke mich da wirklich auf die reine Ingame-Musik und ja, fertig ab. Das ist auch geil, dieses fertig ab, ey, das habe ich seit meiner Bundeswehrzeit drin. Ja, noch ist das alles richtig. Richtig pupichtig. Der muss aber trotzdem ein weiter raus, weil darunter kommt das Wasser. Richtig. Ich entsinne mich. Na, dann machen wir das doch mal kurzerhand. So. Jetzt so gerade so richtig ist, das weiß ich ja nicht. Das vergleichen wir dann halt mal später miteinander. Irgendwie kommt mir das gerade nicht so ganz richtig vor. Na gut, wir machen das erstmal so. Na liebe Leute, damit wir halt hier mal mit dieser zweiten Seite des Feldes auch mal weiterkommen. Ich vermute mal, ganz fertig werden wir eh nicht werden. So, bis dahin, was fehlt uns, was haben wir vergessen, ach ja, ich habe zwar alles für Pistons mit, aber nichts für Sticky Pistons, na gut. Was? Okay, das hat jetzt gerade mit meinem Handy zu tun,
Naja. Scheiße. Ach, halt, stopp. Das ist doch irgendwie irgendwas ist hier falsch. Also, das müssen wir mal angleichen. Angleichen. Quasi auf eine Höhe bringen. Nein. Und irgendwann reiße ich das sowieso wieder alles ab, weil ich hier ja nochmal ein Gebäude setzen wollte irgendwann. Zumindest hier, wo man schalten kann. Dabei fällt mir ein, habe ich eigentlich den Schalter negiert? Jetzt keine Lust, noch eine Redstone-Fackel zu bauen. Den hatte ich negiert. Sauber, sehr nice. Okay, dann... werden wir hier nochmal halt so weit wie... ob's der Dirt dann am Reichen ist. Am Reichen ist, ist auch wieder ein geiles Deutsch. Einmal alles ein bisschen angeglichen, ein bisschen Terraforming. Das muss auch mal sein. So, jetzt prügeln wir das hier mal weg. Wir werden hier einfach mal irgendwie das Wasser setzen. Weil ich auf der anderen Seite mal spicken muss. Alles klar, den habe ich so dann weggenommen. Also ein weiter nach hinten, genau. Das. Dann gucken wir mal, ob das so richtig ist. Ich weiß das jetzt selber gerade nicht. Das ist sehr lange her, dass wir dieses Feld gebaut haben. Und ich bin schon... ich wollte 30 Minuten machen. Erinnert ihr euch vielleicht? Für euch die Folge dann jetzt vor 3 Tagen, weil wir sind schon wieder bei einer Dreiviertelstunde angelangt. Aber das ist ja alles halb so wild. Ab wo geht denn das Wasser überhaupt los? Muss ich selber mal gucken. Ab hier, glaube ich. Ja. Okay, ab dem ersten nach den... okay, dann machen wir das ab hier. So, zack, bam. Das muss jetzt ja eigentlich bis unten laufen. Tut es auch. Also, würde ich sagen, war das richtig. Nee, habe ich den nicht. Nee, habe ich nicht. Damit drücke ich den nicht ab. Genau, deswegen ja auch. Ich weiß nicht, ich habe gerade das Gefühl, dass ich den hier hinten abquetsche. Nein, habe ich nicht gemacht. Sauber. Dann ist das soweit schon mal richtig, richtig popichtig. So. Dann haben wir hier schon mal das Wasser. Dann kommt das Ganze hier nochmal hin. Oh, habe ich noch eine Schaufel? Sauber, er hat noch eine Schaufel dabei. Hat er gut drüber nachgedacht im Vorfeld. Ausnahmsweise mal. So, diese Seite dann hier nochmal flugs entfernen. Und dann haben wir es hier auch bald geschafft schon mit dem Feld. Weil... ich habe das Ganze schon einmal gebaut, dadurch wird das zweite Mal, hoffe ich, nicht allzu schwer. So, dann laufen wir dem Wasserfluss mal hinterher, ob das so richtig ist. Ja. Übrigens, für den, der, oder falls es jemanden interessiert, das Wasser, ja stimmt, es hat auch schon Leute interessiert. Das Wasser ist aus Herr Sommer Texturenpaket, das ist nicht aus Mieser. Ich meine, dass die Grundstruktur dieses Texturenpakets war mal, damals mal, lang ist her, da war die Grundstruktur Herr Sommer. Ja, ich glaube. Diesmal habe ich den Grundaufbau aus Visa gebaut, weil ich ja, wie ihr vielleicht der ein oder andere sich erinnert, Moment, wie der eine oder andere sich erinnert, ich musste ja Texturen rauswerfen, weil es ja neuerdings Vorschriften gibt, wonach man so und so viel Prozent eines Texturenpakets beibehalten muss. Na, aus versicherungstechnischen Gründen. Also ich habe mich darüber schlapp gelacht, ich habe mich darüber lustig gemacht und so weiter.
Was wollte ich jetzt hier eigentlich?